So, ihr wolltet das Fangame zu Bubsy? Da ist es. Das Ding hat sogar einen Epilog, aber ist das großartig? Also das ist tatsächlich ein Fangame, was man über die Webseite bubsy3d.com tatsächlich kostenlos runterladen kann. Es spielt auf so einem Museums-Exhibition-Event. Seht das gleich? So. Also es ist sehr an Bubsy 3D angelehnt. Da sind die Textbubbles. Hey Bubsy, good morning. Spring mit Space. Brr, Quark. Genau. Ich guck gerade mal. Ist das ein bisschen... Ah, es könnte leiser sein. Mach ich mal eben. Weil die Musik ist nicht gut. Also wirklich nicht. Das will ich euch gar nicht antun. So. So, das reicht. Das ist schon, das sieht schon schlimm genug aus. Ascaluna, ja, das ist, wenn man so will, die haben, ich weiß nicht, ob es irgendwie Werbung war, wirklich für diese Exhibition, ihr werdet das gleich sehen, haben die tatsächlich Bubsy 3D als Beispiel genommen und haben dann, ihr seht das, ein Game generiert. Was tatsächlich so ist, dass die Kritiker das lieben. Aber ich glaube, sonst niemand. Genau. Bubsy, du solltest unbedingt das Kunstmuseum da angucken. Ja, machen wir doch. Kann ich die gar nicht fangen? Egal. What? Okay. Ja. Meisterwerk. Genau, man kann gleiten. Also er hat alles drauf, was ihr kennt. Da ist übrigens das Kunstmuseum. Da, das Los Angeles County Museum of Art. Die Adresse wird wahrscheinlich auch passen. Ich meine, ihr seht schon, ihr seid schon zufrieden. Also es ist für die Leute, die den Gag nicht verstehen, der Chat versteht den. Das wurde hier, also wir nehmen es gerade auf an dem Tag 420. Jetzt mache ich zum Beispiel gar nichts, jetzt dreht er sich automatisch. Genau, have a ticket. Ja, ja. Mache ich. Sprungphysik ist der Wahnsinn. Also, muss ich sagen, kommt sehr an die PlayStation-Fassung heran. Na? Habe ich jetzt was freigespielt? Scheinbar nicht. Ich habe 21 von 20. Logisch. Weil Bubsy. Was kann schon irgendwo schief gehen?
Vielen herzlichen Dank. So. So. Genau, das ist der James Turrell Ausstellung. Ja, ja, genau, da will ich jetzt reingehen. Oh, Kapitel 2. Als ob hier irgendeiner was bei der Tonqualität verstehen würde. Da seht ihr aber, wann die Ausstellung war. Am 26. Mai 2013 bis zum 6. April 2014. Okay, lösch mich, ich bin nur eine Tech-Demo. Ja, klar. Bin vorher noch nie in einem Museum gewesen. Ja, bravo. Ja, die Leute sind völlig begeistert von der Installation. Cross-Corner Projection. Okay, diese Grafik soll an primitive 3D-Computer-Animationen erinnern. Das tut das Spiel schon alleine. Kunst ist cool. Da ist auch so viel Kunst. Oh, guck mal. Ach so. Weil Licht Formen definiert. Soll der Gag sein, dass die da... Kann ich da rein? Natürlich kann ich da rein. Ich weiß nicht, ob ich hier sein sollte. Ja, was kann denn schief gehen? Mit Kunst kann man neue Höhen erreichen. Tja. Oh, guck mal, jetzt ist er gelb. Jetzt ist er super Babsi. Boah, da kriegst du ja... Ja, ja. Technisch top. Ja. So, da sind wir wieder. Licht ist eine Form von Architektur. Okay, es ist eigentlich nicht erlaubt, durch Installationen zu gehen. Wir machen das aber trotzdem. Okay. Wenn du mit Licht eine Geschichte erzählen kannst, nutze die Geschichte und nicht das Licht. Boah. St. Elmo's Breath ist unwirklich. Eine spirituelle Erfahrung. So, da kann ich durch. Es ist keine Projektion, es ist ein ganzer Raum. Ach du Kacke. Was machen wir jetzt? Jetzt beerdigen wir Babsi. Nee, ist klar.
Bobsled Ride. Ach du meine Fresse. Okay, das trifft immerhin mein Komikzentrum. Aber das ist immer ein guter Gag. Ich will das für Mario Kart. Warum der Sarg jetzt allerdings einen Regenbogen zieht? Ja. Tim Burton wäre sehr stolz auf dieses Game. Cat Outer Hell. Natürlich. Okay. Natürlich. Natürlich. Ist klar. Ist klar. Down Fear the Reaper. Ist klar. Blue Oyster Cult. Du hast keine Alternative. Die Räder des Kapital... Boah, bleib doch mal stehen. Die Räder des Kapitalismus... deine Knochen weiter treiben und du wirst in Staub enden. Natürlich. Natürlich wird das. Okay. Fühlst dich überwältigt von deinen Verantwortungen. Ich brauche Erholung. Klar brauchst du das. Klar, Mama ist putt. Achso, da ist jetzt Art. Ach, das ist der Gag. Und sie das freiräumen? Ah. Oh, tricky. Okay, weißt du, dass man in diesem Spiel nicht restarten kann? Okay, wir haben sogar den Ghost Mode. Wir haben durchgespielt? Alter! Wir haben es durchgespielt! Ja. Was sagen wir zu so einem Game? Oder zu so einer Kunstinstallation? Das kannst du nur an einem Tag mit 420 spielen, glaube ich. Das glaubt dir nüchtern keiner. Ja. Großartig. 14 Minuten haben wir es ertragen. Ich glaube, das reicht auch. Falls es noch mehr Bubsy gibt. Ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Aber wenn ihr es wisst, ich tu's. So, jetzt Haken dran.